AMD hat die neuen Desktop-CPUs, die 9000er-Serie, vorgestellt. Die soll es dann nächsten Monat zu kaufen geben, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 24. Kalenderwoche. AMD ist mit den 9000er-CPUs in der vergangenen Woche um die Ecke gekommen und einerseits freut es mich, andererseits eben nicht, dass AMD mit den CPUs so erfolgreich ist. Nach den FX-CPUs, wo AMD nicht so gut unterwegs war, läuft es mit den Ryzen-CPUs bedeutend besser und ich habe einen Ryzen der 5000er-Reihe, einen 5900X im Einsatz, bin mit dem sehr zufrieden. Mit den CPUs der 7000er-Reihe hat AMD angefangen, mit Intel den Boden zu wischen. Das freut mich, wie gesagt, für AMD, nachdem die eine so schwere Zeit hatten und andererseits sind sie auch bei den Grafikkarten vertreten und da kann es nicht schaden, wenn sie bei den CPUs gut dastehen, um mehr Geld reinzubekommen, um eben auch Nvidia bei den Grafikkarten anzugreifen. Andererseits, AMD scheint gerade sehr enteilt zu sein bei den Prozessoren und das ist nicht gut für uns, die mit den CPUs spielen, arbeiten, denn wie wir es vorher hatten, als AMD mit FX daherkam, war Intel sehr gut, sehr weit oben. Die haben sich da oben ausgeruht und das war für uns nicht gut. Dadurch gab es kaum Fortschritt und die Dinger waren teuer. Das war keine schöne Situation. Intel ist mit den CPUs der Arrow Lake-Reihe noch dran und mal gucken, wie die so sein werden. Ich hoffe, sie kriegen den Anschluss wiederhergestellt, denn wie gesagt, Monopole sind für uns einfach nicht gut und es kann auch nicht schaden, wenn Intel gut bei den Prozessoren unterwegs ist, denn die sind ja wiederum bei den Grafikkarten vertreten und da ziemlich frisch und die sollen ja AMD und auch Nvidia etwas Feuer unterm Hintern machen. Erstmal jetzt in der Einsteigerklasse und hoffentlich später in ferner Zukunft dann auch Mittel- und in der oberen Enthusiastenklasse. Was mir noch gefallen würde, wenn das grüne Lager, wenn Nvidia noch mit AMD und Intel in Sachen CPUs konkurrieren würde, das wäre richtig cool. Die drei großen Hersteller, die sich dann gegenseitig nicht das Nutella auf dem Brot gönnen, das wäre richtig toll, aber das sieht wohl nicht danach aus, das ist noch etwas Wunschdenken. Wenn ich mir jetzt eine CPU kaufen würde, dann würde ich mich wieder für AMD entscheiden und bei Intel gibt es ja zurzeit noch ein paar Probleme mit den 13.000ern und 14.000ern. Wenn die nämlich zu viel Leistung abbekommen, dann brechen die ein und es gibt auch Abstürze. Da hat sich Intel wohl etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hoffe, mit ihrer neuen Architektur, wenn sie auch die Prozessoren nebenbei auch komplett umbenennen, können sie den Anschluss zu AMD wiederfinden. Ich bin mal auf die wahre Leistung der 9000er AMD CPUs gespannt. Da gibt es ja noch keine Tests. Sie wurden ja gerade erstmal vorgestellt und dann wird es auch so richtig interessant, wenn die X3D CPUs um die Ecke kommen. Die verbrauchen ja auch nochmal etwas weniger und in Sachen Effizienz und trotzdem leistungsstark, da ist AMD ja ganz weit vorne. Und ich bin auch etwas am Überlegen, was ich denn so mache im dann Herbst. Ich habe ja vor, mir eine 5000er RTX zu holen und mal gucken, ob ich die in das bestehende System einbaue, aber das wird die Zeit einfach zeigen. Bin ich mir Stand jetzt auf jeden Fall noch unschlüssig. Der 5900X, der wird eine 5000er Nvidia RTX, denke ich mir, bestimmt nicht einbremsen, aber dafür muss ja auch erstmal Nvidia mit den 5000er Grafikkarten rauskommen, wenn das überhaupt noch dieses Jahr ist, vielleicht ja auch erst nächstes Jahr, das wird sich eben auch noch zeigen. Für uns, denke ich, wird es aber kein langweiliger Herbst, denn es stehen neue Prozessoren in den Startlöchern und bei AMD und Nvidia soll es ja auch neue Grafikkarten geben, da kommt einfach mal Schwung in die Suppe und mal gucken, was das für den einen oder anderen so bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und halte auch die Augen offen. Allen voran bin ich auf eine neue Grafikkarte scharf, wenn dann eben zum Beispiel auch Kingdom Come Deliverance 2 ansteht. Na, vielleicht haben die 5000er Grafikkarten von Nvidia keinen großen Leistungszuwachs gegenüber den 4000er. Denn das, was AMD zurzeit mit den Prozessoren macht, das macht Nvidia praktisch mit den Grafikkarten. Sie stehen da oben ganz alleine da und AMD tut sich da schwer. Und da kann sich eben Nvidia mehr oder weniger ausruhen. Ich hoffe, AMD hat da noch einen guten Fall im Köcher. Das werden wir aber alles zu gegebener Zeit sehen. Und jetzt wünsche ich euch erst einmal wieder eine schöne neue nächste Woche. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut. Vielleicht beim Selbstplanen und Überlegen, ob denn neue Hardware in diesem Jahr für euch ins Haus kommt. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.